Nun setzen wir aufs Haus das Dach. Bewahr es Gott vor Sturz und Krach. Lass ich jetzt den Bauherrn leben? Welchen Namen soll ich ihm geben? Ob Wagner oder seine Patrone? Oder gar der im Lande trägt die Krone? Wer sich als besten Bauherrn erweist, es lebe, so rufe ich, der deutsche Geist. Wagner wird erwähnt in diesem Gedicht, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier bei den Freunden sein kann, um einige Gedichte von Richard Wagner zu lesen. Selbst die schärfsten Wagnerianer wissen ja nicht, dass Richard Wagner über 200 Gedichte und Verslein und Spottverse entzückender Natur in seinem Leben geschrieben hat oder zu Cosima gesagt hat. Ich habe im letzten Jahr das Vergnügen gehabt, fast sämtliche Gedichte von Richard Wagner zu veröffentlichen. Das Buch gibt es gerade noch so. Danach, nachdem das Buch raus war, sind mir 6 weitere Gedichte in die Hände gefallen, darunter ein unveröffentlichtes. Wagner und kein Ende. Es gibt wunderbare Gedichte von Richard Wagner. Ich werde heute aus meinem kleinen Buch Wagner-Gedichte lesen, die auch sich auf Bayreuth beziehen. Dieses erste Gedicht hat er, diesen Spruch kann man sagen, hat er selber in Bayreuth hier, wo wir gerade sind, für seine Patrone und für alle, die angereist sind, bei der Grundsteinlegung zum 2. August 1873 verfasst. Bayreuth-Gedichte, passenderweise, Gedichte also ab 1873. Zum Beispiel ein Gedicht, das er Cosima Wagner gewidmet hat. Am 18. Dezember 1873 schreibt er Cosima zunächst ein Privatgedicht, das erst lange nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Es ist ein Gedicht über den jungen Siegfried Wagner, der damals gerade 4,5 Jahre alt war. Herr Siegfried kommt, nehmt euch in Acht, von keinem sei er ausgelacht, denn er ist dick, wenn auch noch klein. Und wird er groß, dem Mütterlein, wird er ein Sohn und Helde sein, der ihr und allen Freude macht. Typisches Wagner-Gedicht, sehr warmherzig und leicht humoristisch. Das bekannteste Gedicht von ihm ist wahrscheinlich neben diesem wunderbaren Geburtstagsgedicht: Im wunderschönen Monat Mai kroch Richard Wagner aus dem Ei. Sie wünschen viele, die ihn lieben, er wäre lieber drin geblieben. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Gedicht von ihm. Das zweitbekannteste kennt jeder Bayreuther, kennt jeder Bayreuth-Besucher. Entschuldigung, eine Minute, ich muss meine Gäste wieder raus. Aber das macht doch überhaupt nichts. Die können auch zuhören. Die können auch zuhören, sagt der Biotech. Ich mache einfach mal weiter. Darf ich weitermachen? Ist das sinnvoll? Okay. Schnitt. Das bekannteste Wagner-Gedicht, also die Hausinschrift in Wahnfried. Hier, wo mein Wähnen Frieden fand, Wahnfried sei dieses Haus von mir benannt. Ein typischer Zweizeiler, Wagner sehr viele Zweizeiler verfasst. Er schreibt 1874 und 75 für seinen Schwiegervater, den genialen Komponisten, Musiker, Dirigenten, den größten Pianisten des 19. Jahrhunderts, nämlich Franz Liszt. Er schreibt 2 entzückende Verse, die sich aufeinander beziehen. Zunächst in eine Partitur der Walküre an Franz Liszt. Aus alten Zeiten, wo die Adler sangen, lass diesen Gruß zu dir gelangen. Und im Mai 75 in einem Klavierauszug der Götterdämmerung. Aus neuen Zeiten, wo die Raben singen, lass Götterdämmerung zu dir dringen. Das sind kleine, harmlose Verse, aber ich finde sie ungeheuer geistreich. Übrigens zitiert Wagner da einen Vers aus der Edda, also aus einem isländischen Heldengedicht des 12. Jahrhunderts, des 13. Jahrhunderts. Richard Wagner hat die sogenannte Nibelungenkanzlei in Bayreuth gehabt. Das waren die Jungs, keine Mädels, nur Jungs, die die Orchesterstimmen ausschrieben, die Klavierauszüge schrieben vom Ring, die sogenannte Nibelungenkanzlei. Ein Teilnehmer war Hermann Zumpe, bekannter Musiker und Dirigent, in einer Rheingold-Partitur 1874. Per aspera ad astra, durch die Kopie zur Kapelle Mastra. Gute Ehe, tüchtige Jungen, wünscht der Ring des Nibelungen. Oder an Anton Seidel. Auf der Welt ist alles eitel, wer kein Maß hat, trinkt kein sein Seidel. Man muss es sächsisch aussprechen. Auf der Welt ist alles eitel, wer kein Maß hat, trinkt sein Seidel. Anton nur ist ganz gelungen, von der Sohle bis zum Scheitel hat er sich hineingesungen in den Ring des Nibelungen. Das sind sozusagen so Nebenkommentare zum Hauptwerk. An Marie von Schleinitz, große Gönnerin in Berlin. Ich grüße den Berliner Wagnerverband. An Marie von Schleinitz in einem Klavierauszug der Götterdämmerung 1875. In Dämmerung singt mir wohl die Welt. Allein die Götter sehe ich nicht.
Mir fehlt der gotterzeugte Held, dem ich mich böte zum Gericht. Dass ich ans Licht mich nun getrau, wähl ich mir eine edle Frau. Die hohen Sins, der Mitbeldzins, dem Götterdämmerer gewann. Hier ist das Buch, Marie Buch, Freifrau von Schleinitz, nehme es an. Wagner hatte eine bedeutende Götterdämmerung-Vorlesung mit Hilfe von Marie von Schleinitz vor einem illustren Publikum veranstalten können. Richard Fricke. Die Vorproben zu den Festspielen begannen bereits 1873 in im Hotel Fantaisie. Richard Fricke war, wir würden heute sagen, der Oberspielleiter, der Co-Regisseur von Richard Wagner, der erste Regieassistent vielleicht, so ungefähr, der Choreograf dieser Produktion. Und er schreibt an Richard Fricke, à Maître Fricke, chantons, dansons, les Nibelons. an die Nibelungenschmiede. Die Nibelungenschmiede war ein Künstlerbund in München, unter anderem mit Felix Mottl, dem großen Kapellmeister und Assistenten beim ersten Bayreuther Ring. 25. Dezember 1875 an die Nibelungenschmiede in München. Ich grüße hier den Münchner Wagnerverband, den Fleißigen. Der Nibelungenschmiede schickt sie statt Blumenliede, entsende ich solchen Gruß, weil ich denn reimen muss. Wann eurer Schwerte klingen, bald mutig uns umsingen, der Schmiede und dem Schmied lohnt Wald und Au das Lied. Es gibt gelungene Gedichte von Richard Wagner, aber es gibt ja auch schlechte Gedichte von Goethe. An Franz Liszt in einer Partitur des Siegfried, übrigens eines meiner absoluten Lieblingswerke von Wagner, als ich vorgestern Siegfried dritten Akt, erste Szene im Radio hörte, überkam es mich wieder, ich darf das sagen. Und ich hätte es gerne in dem Haus heuer live gehört, hoffentlich in 2 Jahren. Siegfried, für das Weimarer Hoftheater eins skizziert, dann für Bayreuth, eiligst zusammengeschmiert, freundlichst von dir aber absolviert, sei hier mit dem großen Freunde dediziert, und gnädigst von ihm akzeptiert, da solches schon öfter ihm arriviert. Elgin List oder Licht. An Franz Fischer, auch ein Mitglied der Nibelungenschmiede, in einer Partitur des Siegfried. Zumpe, Seidelschaft, Fehlerverwischer, Cello kühn mit Klaviervermischer, schlechter Musik, unerbittlicher Zischer, Zukunftsmusik, Kapellmeister Fischer, Dilettanten-Orchester-Spielauffrischer, er leitete ein Bayreuther Dilettantenorchester. Gische das Bier dir immer gischer, decke der Tisch sich dir immer tischer. Wer reimte wohl künstlicher und verschlagener als ihr ergebener Freund Richard Wagner? Ein Gedicht, wie geeignet für diese Veranstaltung heute. Es ist nämlich an Gräfin Alexandra Tschetscheni gewidmet, die war Patronin. Die Patrone haben es nicht geschafft, aus eigenen Kräften Bayreuth 1876 zu finanzieren, weil der Börsenkrach dazwischen kam, das war einer der Gründe. Aber die Patrone haben doch eine wichtige Funktion gehabt und haben sie auch heute noch für Bayreuth, wir wissen das. Den freundlichen Patronen soll bald Bayreuth nun lohnen, wenn sie auf Sperrsitz thronen, der Aufführung beiwohnen, des Rings der Nibelungen. Wo nichts sich werde schonen und kost es Millionen. An Franz Liszt in einer Partitur der Götterdämmerung, August oder September 1876, also im Verlauf oder nach den Festspielen. Das ist wieder ein Gedicht, das beweist, dass Richard Wagner doch auch über sich selber lachen konnte. Andere durften nicht über ihn lachen, aber er durfte über sich selber lachen. Es dämmern die Götter, es schwämmern die Spötter. Doch muss es sich zeigen, das Werk ist ganz. Du nimm es zu eigen, mein herrlicher Franz. Reim dich oder ich fress dich. Und fast zum Abschluss. Richard Wagner hat am 26. August 1876 in einer Ecke von Wahnfried stehend im Akkord Autogrammkarten geschrieben. Sowohl gereimte als auch nicht gereimte. Leider sind ein paar von denen verschollen, weil einige der Künstler unzufrieden waren. Einige haben nämlich kleine Autogrammkarten bekommen, Porträts des Meisters, andere große. Naja, es war schon wieder eine Irritation, aber Gott sei Dank haben sich ein paar von diesen hübschen Karten erhalten. Und so wissen wir, was er damals im Akkord schreibend, weiß nicht, ob er es vorher konzipiert hat, auf diese Karten geschrieben hat. An Albert Eilers, der hat den Fasold gespielt, Albert Eilers. Fasold, dem guten Riesen, wünsch ich das Hort zu genießen. Richard Fricke, der Oberspielleiter.
Teuerster Richard Fricke, werden Sie ja nicht dicke. Als Oberpriester und Nibelung bleiben Sie immer jung. Er hatte den Oberpriester im zweiten Akt der Götterdämmerung gespielt. An Minna Lammert, eine der Walküren, oder Walküren, oder Walküren. O Lamm Gottes, frei alles Spottes. Adieu, auf Wiedersehen. Und das letzte an Eugen Gura, den Sänger des Gunther. Hätte Gunther studiert Jura, nie wäre er besser als Gura. Reim dich oder ich fress dich, aber ach, ich beneide Richard Wagner um diese schlechten Reime, ehrlich gesagt. Wir gehen kurz in die Parsifalzeit. Nein, noch ein Gedicht an Julius Hay in einem Klavierauszug der Siegfried. Julius Hay war Stimmtrainer, Stimmcoach, bedeutender Stimmcoach, hat ein Buch geschrieben über Richard Wagner und ganz intensiv über die Probenzeit hier in Bayreuth. Und er schreibt dem Hay 1879 in einem Klavierauszug des Siegfried. Der Siegfried wurde von Georg Unger gesungen. Siegfried schmiedet sich ein Schwert, wie Herr Hay es dem Unger wehrt. Ich komme zum Schluss, vielleicht, ja, am 2. August 1881 in der Parsifalzeit, wo er es komponiert, schreibt er nicht gereimte Verse. Man findet diese Verse in Cosima Wagners Tagebuch, man findet sie nur, wenn man das gesamte Tagebuch von A bis Z durchliest. Oberfranken, ihr Kinder, hat zwar einen grässlichen Winter, dennoch ist der Sommer dort noch viel abscheulicher. Das kann man natürlich viel rhythmischer noch sprechen. An Amalie Materna, sie hat sowohl die Brünnhilde als auch die Kundry gesungen, natürlich nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Amalie Materna, erste Bayreuther Brünnhilde und dann eine der drei Bayreuther Kundrys 1882. An Amalie Materna, Brünnhilde dort, Kundry hier, jederzeit des Werkes Zier. Hommage. Oder an Therese Malten, die hat auch die Kundry gesungen, natürlich nicht gleichzeitig mit der Materne, sonst wäre das ein Kundry-Duett gewesen. Obwohl, das könnte man mal machen, moderne Inszenierung, zwei Sängerinnen singen, gespaltene Persönlichkeit. Die Kundry, tolle Idee, Regietheater. An Therese Malten, Bayreuth, 23. August 1882. So ist es recht, so nach des Grales Gnade, so wandeln wir des Heiles sichere Pfade. Anspielung aus dem Parsifal, weil sie von einer Vorstellung zurückgetreten war, sozusagen. Das letzte Gedicht ist das Gedicht, das er drei Tage vor seinem Tod geschrieben hat in Venedig. In den letzten Jahren hat er sehr viel gereimt, in seinen ersten Lebensjahren, zumal in den ersten 12 relativ wenig. Aber die meisten Gedichte fallen doch in die Zeit ab 1860 so ungefähr. Und drei Tage vor seinem Tod schreibt er das letzte Gedicht für Paul Schukowski. Paul Schukowski hat die Ausstattung des ersten Parsifal, da hat er Skizzen, Entwürfe geliefert, die Brückners dann ausführten. Paul Schukowski schreibt an den Vetter Paul, mein lieber Vetter Paul, wer aller Welt zum Graul uns beide nennte faul, wie David einst dem Saul, schlüg ich dem auf das Maul und rufe hoch vom Gaul in dieses Weltalls Knaul. Hoch lebe Paul Schukowski, wie heute noch recht Ofski. Richard Wagner und seine Hauptwerke. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.